Überraschender Fang für diese kalifornischen Fischer. Eigentlich haben sie ihre Netze ausgeworfen, um Tintenfische zu fangen. Doch zuerst hüpft eine verschreckte Robbe heraus und schwimmt in die Freiheit, bevor dann ein wahrer Koloss zum Vorschein kommt. Ein riesiger weißer Hai hat sich ebenfalls in ihrem Netz verfangen. Doch die Fischer töten den gefährlichen Hai nicht etwa, sondern sie ziehen ihr Netz so ein, dass er sich auf der anderen Seite herauswinden kann. Der weiße Hai, bis zu 3 Tonnen schwer und über 6 Meter groß. Er kommt in fast allen Weltmeeren vor, auch im Mittelmeer. Der weiße Hai ist die am meisten geschützte Haifischart der Welt und trotzdem stark gefährdet. Grund? Die internationalen Fangflotten sind primär auf alle Knochen- und Tintenfische aus. Haie haben dagegen ein Knorpelskelett, keine Knochen. Doch wo Fische gefangen werden, werden auch Haie gefangen, die diese Fische jagen und fressen wollen. So verenden viele Haie in den Netzen und Langleinen der internationalen Fischerei und werden, meist tot, als Beifang entsorgt.